So, meine Damen und Herren, damit starten wir mit Tagesordnungspunkt 2 einer aktuellen Stunde zum Thema Denkmalschutz für den Neustädter Markt und das Königsufer. Einreicher ist die FDP-Fraktion, die ich zunächst bitte zu starten. Und wie ich es bei der Tagesordnung bereits gesagt habe, würde dann nach dem Einreicher wir in die Fraktionsrunde einsteigen. Beginnen mit der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Zastor. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Aktuelle Stunde heute zum Neustädter Markt. Grund dafür sind die Irritationen, die, glaube ich, bei vielen von uns und im Bauausschuss ist das auch spürbar gewesen, entstanden sind durch die Unterschutzstellung des Neustädter Marktes und des gesamten Areals durch das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. Der Neustädter Markt ist für uns von außerordentlicher städtebaulicher Bedeutung. Deswegen haben wir in den letzten Jahren uns oft mit dem Zustand des Neustädter Marktes, der natürlich absolut unbefriedigend ist. Mich stört das persönlich sehr, dass wir in der historischen Altstadt so viele Investitionen in den letzten Jahren hatten und da ja auch wirklich seit der Wende enormes geleistet worden ist. Aber die Neustadt, gerade die innere Neustadt, gehört ja auch zum Stadtzentrum. Und das Entree in die Neustadt, gerade wenn ich über die Albertbrücke rüberkomme, zeigt sich doch in vielen Bereichen überhaupt noch nicht würdig. Und das ist ein großes Ärgernis, dass wir uns ja in Teilen sogar diesen Schandfleck weiter leisten. Um das zu ändern, haben wir uns auf verschiedentliche Aktivität mit der Zukunft des Neustädter Marktes befassen. Es gab ein großes Werkstattverfahren angestoßen, auch von der Stadtverwaltung. Wir haben uns dort in intensiven Sitzungen mit der Zukunft der Gestaltung des Königsufers und des Neustädter Marktes und angrenzender Bereiche, beispielsweise am Finanzministerium oder eben auch an der großen Meißnerstraße befasst und sind dort zu einem Ergebnis gekommen, was dann hier im Stadtrat nochmal diskutiert worden ist. Und dann hat der Stadtrat gesagt, wir wollen ausschließen, dass der Neustädter Markt bebaut wird. Dazu gab es eine hitzige Debatte. Der eine will es gerne wie ganz früher haben, aber die große Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dieses Ensemble zu erhalten und eben nicht zu bebauen. Die einzigen, die bisher überhaupt diese Flächen bebauen wollten, war die Stadtverwaltung, meine Damen und Herren. Der Stadtrat selber wollte das nie. Deswegen irritiert mich die Entscheidung des Landesamtes doch sehr, denn sie ist eigentlich überhaupt nicht nötig. Denn wir als Stadtrat kümmern uns schon darum, wir haben bereits Dinge auf den Weg gebracht. Und ich befürchte, dass diese Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege jetzt zu einem Bremsklotz für die weitere Entwicklung des Neustädter Marktes gibt. Und das ausgerechnet in einem Moment, wo viele Impulse gesetzt worden sind. Das ist zum einen das Narrenhäusel als erstes, was wir wieder auf den Weg bringen wollen, was deutlich schneller gehen müsste und wo ich mir auch wünsche, dass die Stadtverwaltung den Investor mit Kräften unterstützt. Und das ist auch jetzt, nachdem die Entscheidung zur Nichtbebauung des Neustädter Marktes getroffen ist, die klare Botschaft an die Vonovia, sich um ihre Häuser und Wohnblöcke endlich zu kümmern. Wir erwarten, dass dort endlich auch die Fassaden saniert werden und dass auch in den Außenbereichen etwas passiert. Im Bauausschuss konnte uns noch nicht gesagt werden, was genau die Intention des Landesamtes ist. Ich glaube, bis heute liegt auch noch keine Antwort vor. Ich habe das Interview mit Alf Vogert sehr wohl gelesen. Schlau geworden bin ich daraus nicht, vor allem auch nicht, was eigentlich seine Intention ist. Am meisten frage ich mich allerdings, es soll ja auf Drängen der Stadt passiert sein, was eigentlich unsere untere Denkmalschutzbehörde treibt. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen, denn bisher habe ich die nicht wahrgenommen, in dem Werkstattverfahren nicht. Ich habe sie nicht wahrgenommen im Bauausschuss. Und diese Überraschung, glaube ich, diese Unterschutzstellung gilt auch für die Überraschung innerhalb der Geschäftsbereiche. Auch da, so wurde es zumindest gesagt, wusste man davon nichts, dass diese Intention seitens des Dresdner Denkmalamtes gemacht wird. Mich wundert auch die Entscheidung des Landesamtes, weil Frau Pollack war ja in dem Werkstattverfahren damals drinnen. Nun gut, jetzt ist sie nicht mehr Chefin, aber trotz alledem muss sich ja da irgendwas getan werden. Worüber ich gerne Klarheit wüsste, ist, was dort eigentlich als Sachgesamtheit gilt.
die Straße, wo wir modernere, bessere Lösungen wollen, wo wir die Aufenthaltsqualität verbessern wollen, kann es am Ende nicht sein. Ich habe im Interview gelesen, dass man das nicht so eng auslegen will, von mir aus. Aber ich möchte es gerne genau wissen. Es steht drin, dass die Möbel unter Schutz gestellt werden, Kleinteile unter Schutz gestellt werden. Da frage ich dann, warum erst jetzt? Warum hat sowohl das Dresdner Denkmalamt als auch das Landesdenkmalamt zugeschaut, als auf der Straße, auf der Hauptstraße viele wichtige Details verschwunden sind? Diese schönen, wunderbaren Kugellampen, die gerade noch am Neustädter Markt sind, standen früher die gesamte Hauptstraße entlang. Die Möblierung war auf der gesamten Hauptstraße und zwar viel intensiver als heute. Diese wunderschönen Bänke, wo es ja auch einzelne Sitze gibt, da gibt es ja im Moment nur noch Reste vorne am Neustädter Markt. Warum hat man sich nicht darum gekümmert, als sie in den letzten Jahren entlang der Hauptstraße verschwunden ist? Die Sandsteinputten wurden einfach abgebaut. Da hast du jetzt leere Beton, also Sandsteinsockel stehen, ohne jede Nutzung. Das entspricht überhaupt nicht dem, was es mal sein sollte. Und ich will auch an die archigraphische Qualität der Ladenbeschriftung, der Hausbeschriftung erinnern. Ein Thema, was mir in Dresden viel zu kurz kommt. Aber da hatte man sich zu DDR-Zeiten was daraus gedacht, warum die Beschriftung des Eiscafés Kristall zum Beispiel sehr bunt. Wer sich erinnert, das hatte eine Qualität. Und wer an die Hauptstraße weiter nach hinten geht, frühere Straße der Befreiung, der weiß, dass diese goldene Ladenbeschriftung, Geschäftebeschriftung, Restaurantbeschriftung, wie es noch am Tor oder am Goldenen Löwe ist, das zog sich bis zur Laterne, heute Nudelturm oder heute was ganz anderes auf der anderen Seite hin. Das hat eine Qualität, da hat man geschwiegen, als das in den letzten Jahren verschwunden ist. Dazu hätte ich gerne eine Erklärung, dann spätestens im Bauausschuss, was das Anliegen von Herrn Vorgott ist und warum man ausgerechnet jetzt da drauf kommt und was man sich davon verspricht. Im Übrigen, auch der Fußgängertunnel gehört aus meiner Sicht dann zur Platzgesamtheit und den hat man einfach weggenommen, obwohl auch er eine wertvolle Gestaltung im unteren Bereich hatte. Das ist für mich alles nicht logisch, das macht mich auch einigermaßen sprachlos und sogar ein bisschen wütend. Ich bin froh, das ist dann in der Haushaltsdebatte, dass wir mit dem Kugelbrunnen zusätzlich zum Narrenhäusel der Sanierung des Kugelbrunnens auf der rechten Seite heute vielleicht einen Startschuss für die weiteren Sanierungsmaßnahmen geben. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. CDU-Fraktion. Herr Schmidt, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste. Am 15. Juni wurden auch wir Stadträte von einer Zeitungsmeldung überrascht. Neustädter Markt zum Denkmal erklärt, titelte beispielsweise die Sächsische Zeitung. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen. In den Fachausschüssen des Stadtrates informierten die zuständigen Beigeordneten eher beiläufig, möglicherweise weil sie Beigeordnete sind, über die Entscheidung des Landesdenkmalamtes. Welche Folgen diese Entscheidung haben wird, bleibt abzuwarten. Spannend ist indes, dass das Landesamt in einer Medieninformation von einer, ich zitiere aus der Pressemitteilung, Anfrage durch das Amt für Kultur und Denkmalschutz spricht. Das Landesamt entschied daraufhin nach einer entsprechenden Prüfung den Neustädter Markt per 31. Mai als Kulturdenkmal einzuordnen. Mir stellt sich hier zunächst die Frage, warum eine solch weitreichende Entscheidung allein aufgrund einer Anfrage gestellt wird, weitreichende Entscheidung getroffen wird. Eine Anfrage ist aus meiner Sicht nämlich noch kein Antrag, sondern erstmal eine Voranfrage. Das Handeln des Landesamtes kann also, sofern es sich wirklich nur um eine Anfrage handelt, diese Frage ist zu beantworten, getrost als voreilig bezeichnet werden. Die Formfrage, wie die Landeshauptstadt ihre Anfrage formuliert hat, ist allerdings nur eine von vielen Fragen, die im Raum stehen. Hier erwarte ich, und ich gehe davon aus, dass ich da nicht allein bin hier im Raum, Antworten der Verwaltung. Dass die Stadtverwaltung möglicherweise ein eigenes Interesse an der jetzt getroffenen Entscheidung hat bzw. hatte, schließe ich persönlich daraus, dass in der Medieninformation des Landesamtes direkt auch die wohlwollenden Pressestatements von zwei Dresdner Beigeordneten enthalten waren. Die Stadtverwaltung hat sich aus meiner Sicht damit nicht nur die Entscheidung des Landesamtes nachträglich kommentiert, sondern zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit mit der Landesbehörde zusammengearbeitet. Sie hat sich so zum Erfüllungsgehilfen einer Interessengruppe gemacht, wohl wissend, dass die Meinung der Initiative Neustädter Freiheit nicht unwidersprochen im Raum steht. Interessant und fragwürdig ist hier im Übrigen aus meiner Sicht auch, dass die Entscheidung zwar zum 31. Mai wirksam wurde, die Medieninformation jedoch erst zwei Wochen später erfolgte.
In einem Schreiben der Gesellschaft Historischer Neumarkt vom 28.06., welches allen oder zumindest den meisten Stadträten vorliegen sollte, wirft Herr Kulke Fragen auf, die wir als Stadträte so nicht stellen könnten. Warum? Weil wir beispielsweise keinerlei Informationen darüber haben, dass es offenbar bereits im März eine Mitteilung des Landesamtes an die Stadtverwaltung gab. Wie man hört, soll darin die Verwaltung über die bevorstehende Unterschutzstellung informiert worden sein, mit der Möglichkeit, bis 31. Mai dagegen Widerspruch einzulegen oder Stellung zu nehmen, wie auch immer. Das wurde offenbar nicht getan, sodass es in der Folge zum Vollzug der avisierten Unterschutzstellung kam. Aufgrund der guten Vernetzung von Herrn Kulke, die wir ja alle kennen, können wir durchaus davon ausgehen, dass diese Information so stimmt. Warum hat die Verwaltung in den 8 Wochen nicht reagiert? Warum hat die Verwaltung in den 8 Wochen die Stadträte nicht vorab informiert? Über die Auswirkungen, die getroffene Entscheidung auf die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Bebauung von Königsufer und Neustädter Markt, Kollege Zastrow ist gerade darauf eingegangen, hat, können wir heute nur spekulieren. Landeskonservator Alf Furkert, so konnten wir es im SZ-Interview am 11.07.2021 lesen, sieht in unserem Beschluss, ich zitiere wieder, eine gute Grundlage für weitere Diskussionen, Zitat Ende. Ich persönlich war eigentlich davon ausgegangen, dass wir die Grundsatzdiskussionen im letzten Jahr ausführlich geführt haben und die hier im Rat zumindest abgeschlossen sind. Denn dieser Beschluss stützt sich ja auf das Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens, welches Kollege Zastrow auch schon erwähnt hat. Ein Verfahren übrigens, Kollege Zastrow hat es ebenfalls erwähnt, welches unter umfassender Beteiligung von Bürgerschaft und Öffentlichkeit durchgeführt wurde und bei dem das Landesdenkmalamt involviert war. Warum man sich damals nicht geäußert hat zu einer möglichen Denkmalschutzfrage, mir ist es zumindest nie bekannt, ich war damals allerdings auch noch nicht hier im Rat, erschließt sich mir nicht. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass zwar der erste Preisträger im Wettbewerb eine Bebauung des Neustädter Marktes vorgesehen hatte, wir haben das im Stadtratsbeschluss jetzt zunächst zurückgestellt. Wenn jetzt aber die Landesdenkmalpfleger die aktuell vorhandene Freiraumgestaltung als bemerkenswert einstufen, warum hat man sich dann im Wettbewerb nicht zu einer Frage der möglichen Bebauung geäußert? Nicht zuletzt steht die Frage im Raum, inwiefern die Umsetzung durch die Verwaltung möglicherweise Hindernisse durch den Denkmalschutz oder Verzögerungen im Verfahren zu erwarten sind. Auch diese Frage ist mit der Entscheidung und mit Blick auf die bisherige Kommunikation gänzlich ungeklärt. Als Stadtrat erwarte ich, dass die Verwaltung künftig offen und transparent gegenüber dem Stadtrat agiert. Insofern danke ich der FDP-Fraktion für diesen Antrag für die Aktuelle Stunde heute und bin gespannt auf die Ausführungen der Verwaltung, die wir sicherlich am Ende der Fraktionsrunde hören werden. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir reden über den Neustädter Markt. Das ist in der Tat ein interessantes Thema. Ich will noch mal gern nach den Ausführungen, die sich jetzt ja sehr kritisch damit befasst haben, ein bisschen versuchen, das einzuordnen und noch mal die Frage stellen, warum haben wir damals eigentlich diesen Wettbewerb am Königsufer veranstaltet? Es war ja ein Gedanke, der aus der Stadtverwaltung kam und der vor allen Dingen uns klar machte, dass wenn wir als Stadt selber keine Planung für diesen wichtigen Bereich haben, dann haben andere dafür Planungen. Ganz konkret war ja vorgesehen, neben dem Bellevue ein riesiges Hotel bis weit, weit in den Elbraum zu errichten. Und dann stellten wir fest, na hoi, wenn die nach § 34 Antrag stellen, dann bauen die dort. Weil wir haben überhaupt keine übergeordnete Planung und das sozusagen an diesem sensiblen Bereich. Und deswegen hat damals, wie ich finde, sehr zu Recht Bürgermeister Schmidt-Lamontin dieses Verfahren in Gang gesetzt. Das müssen wir uns zunächst noch mal klar machen. Und es ging am Anfang auch nur um den Bereich Königsufer. Dann haben wir gesagt, das ist wenig sinnvoll. Wir müssen eigentlich die Straße mit betrachten. Das wurde ja schon angesprochen. Und wenn wir die Straße mit betrachten, dann müssen wir eigentlich auch den Neustädter Markt mit betrachten. Als Gesamtheit. Das haben wir dann so auch veranlasst und ich glaube auch, dass es richtig war, weil nämlich jetzt Stück für Stück daraus ja auch Erkenntnisse erwachsen. Und nun haben wir diese Unterschutzstellung des Neustädter Marktes. Und da kann man sagen, das hätte eher kommen
müssen. Das kann man tun. Aber da sage ich, Denkmalschutz ist eben auch eine dynamische Angelegenheit. Und wenn wir uns erinnern, wann die Prager Straße überhaupt unter Denkmalschutz gestellt wurde, wann der Kulturpalast in letzter Minute dann unter Denkmalschutz gestellt wurde, zumindest die äußere Hülle, da sehen wir, wie das läuft. Es ist sozusagen eine Sache, die vor 30 Jahren eben anders bewertet wurde. Und heute guckt man eben Sachen wieder an, bis hin zum Picknick, was wir gerade diskutieren, wo auch Meinungen da sind, die sagen, ja, wieso reißen wir das jetzt eigentlich noch ab und bauen da irgendwas hin, was wir aber anders schon tausendmal gesehen haben. Das heißt, Denkmalpflege ist ein dynamischer Begriff und das macht es eben natürlich in gewisser Weise auch schwer. Und ich verstehe natürlich schon auch die Kritik, die sagt, warum am Ende des Prozesses. Aber oft ist es ja so, dass durch die öffentliche Beschäftigung auch gerade mit dem Thema auch in der Denkmalpflege dann ein Denken oder Nachdenken darüber einsetzt. Ich persönlich begrüße übrigens die Unterschutzstellung, denn ich glaube, sie ist es wert. Diese städtebauliche Figur ist es wert, unter Schutz gestellt zu werden. Und ich sage auch, das hätte man eher machen können, wie bei vielen anderen Sachen auch. Und wenn wir uns anschauen, was unter Schutz gestellt wird, dann ist das zunächst die große städtebauliche Figur. Und das sind aber auch die vielen kleinen Details, die ja auch schon aufgezählt wurden. Und jetzt, lieber Mario Schmidt, also dieser Begrifflichkeit Erfüllungshilfe einer Interessengruppe sei der Denkmalschutz. Und das finde ich doch jetzt ein bisschen sehr dick aufgetragen. Ich will mal sagen, Denkmalschutz ist vor allen Dingen auch ein Auftrag an uns als Stadt, mit Erbe behutsam umzugehen. Und es ist gestern vielleicht ein bisschen untergegangen in Dresden, aber in Liverpool wurde ja das zweite Mal nach Dresden durch die UNESCO einer Stadt ein Welterbetitel eben auch aberkannt. Und Denkmalschutz heißt eben nicht Veränderungssperre. Kollege Zastrow, wir hatten ja die Freude, zusammen am Kugelbrunnen zu stehen und da schon zu diskutieren. Und der Landeskonservator führte ja auch aus, dass es eben nicht sachlich ist, zu sagen, die Sanierungen müssen jetzt als Platte so sein, wie sie waren. Und wir haben ja beide schon festgestellt, die Balkone, die da dran sind, die sind ja gar nicht mehr bauzeitlich. Das heißt, natürlich wird man sanieren. Und bisher sind ja dort auch Sanierungen erfolgt durch Professor Knerer, die ich persönlich ja auch gut finde. Auch die Öffnung in die Renitzgasse ist nicht ausgeschlossen. Auch das ist Aussage des Landeskonservators. Und wir haben uns ja zum Glück darauf geeinigt, und das finde ich richtig, den Neustädter Markt eben nicht zu bebauen. Insofern sehe ich die Konfliktfelder gar nicht so groß, wie sie hier beschrieben werden. Auch die Verkehrsuntersuchung Meißner Straße, und das ist für uns ein Hauptproblem, wie wir diese Verkehrsschneise wegbekommen, auch das wird weiterlaufen. Ich will noch mal zwei wichtige Themen benennen, die vielleicht jetzt doch mehr in den Fokus kommen, auch durch diese Unterschutzstellung. Wir haben einmal das Thema, dass diese Figur am Neustädter Markt, diese DDR-Bebauung, eine offene Situation hin zur anderen Elbseite, nämlich zur Brüschen Terrasse, geschaffen hat. Und wir mit dem jetzig gültigen Bebauungsplan das komplett abriegeln. Und Sie wissen alle, wenn Sie am Goldenen Reiter stehen und sich das vorstellen gedanklich, dann schneiden wir diesen anderen Elbraum mit der Brüschen Terrasse komplett ab. Ich glaube, wir müssen das sehr genau angucken, was das bedeutet. Und das zweite Thema, was wir haben, wovon ich glaube, was wir noch nicht gelöst haben, ist, dass wir momentan mit diesem Wettbewerbsverfahren zwar einen städtebaulichen Vorschlag haben, aber wir haben dort noch keine Vision, was wir mit diesem Quartier eigentlich wollen. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen, welche Nutzung. Ich sehe da ein Museumsufer mit dem Museum der Avantgarde im Blockhaus, mit dem Japanischen Palais. Wir haben die große Aufgabe, ein zeitgenössisches Quartier hier zu bauen, was Entwicklung vor und nach dem Krieg aufnimmt und in die Zukunft führt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin. Als nächstes darf die AfD-Fraktion Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ein weiteres Mal müssen wir uns als Stadtrat über das eigenmächtige Handeln der Verwaltung in der Landeshauptstadt Dresden wundern. Heute steht die fragwürdige Initiative des Amtes für Kultur und Denkmalschutz aus dem Hause von Frau Bürgermeisterin Klepsch im Fokus, bei der allerdings auch die Damen und Herren aus der Stadtplanung und Baubürgermeister Kühn scheinbar nicht ganz unbeteiligt waren. Die Landeshauptstadt Dresden hat in den letzten Jahrzehnten keine Zeit und auch keine Mühe gescheut, um mit erheblichem finanziellen Aufwand, mit Architekten aus ganz Deutschland, mit umfassenden Bürgerbeteiligungsprozessen und mit einem nahezu einstimmigen Kompromiss im Stadtrat eine Planung für den Neustädter Markt und das Königsufer auf den Weg zu bringen, die jetzt von einer Denkmalschutzbehörde, welche eigentlich im Auftrag des Stadtrates handeln sollte, zerschossen wird.
Die endgültigen Auswirkungen dieser fragwürdigen Einstufung sind noch nicht vollends absehbar. Fakt ist aber, dass die Verwaltung hier offensichtlich gegen den Willen des Stadtrates und auch gegen den Willen der Bürger gehandelt hat. Also zumindest gegen den Willen der Bürger, die sich mehrheitlich bei der Bürgerbeteiligung zum Königsufer zu Wort gemeldet haben. Es ist ja einer kleinen Clique gelungen, ihren Willen vorbei an allen Grundsätzen von Demokratie und Bürgerbeteiligung durchzusetzen. Während andernorts durch diese Behörde immer argumentiert wird, dass bestimmte Bauwerke nicht mehr unter Schutz gestellt werden könnten, weil sie im Laufe der Zeit bereits mehrfach überformt wurden, wird hier ein Ensemble in seiner Sachgesamtheit unter Schutz gestellt, was in dieser Form eigentlich gar nicht mehr existiert. Denn zu dem benannten städtebaulichen Ensemble von 1974 bis 1979 gehören nicht nur die jetzt unter Schutz gestellten, eigentlich sanierungsbedürftigen WBS-70-Plattenbauten, die jetzt nicht mehr äußerlich verändert werden dürfen, sondern auch das mehrfach veränderte Watzke-Restaurant und laut Begründung dann eigentlich auch noch die bereits zugeschütteten Fußgängertunnel unter der Großen Meißner Straße. Diese Fußgängertunnel müssten jetzt eigentlich im Sinne dieses Ensembles wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung dieses Fußgängertunnels wäre gleichbedeutend mit der Zementierung der Großen Meißner Straße im jetzigen Zustand. Ganz im Sinne des damaligen Architekten Kurt Leucht, der mit seiner Gestaltung des Neumarktes die Intention der autogerechten sozialistischen Großstadt umsetzen wollte. Das Ziel der Mehrheit des Stadtrates, diese aus dem Sozialismus überlieferte Stadtautobahn zu einem geeigneten Zeitpunkt auf das notwendige Maß zurückzuführen, um die Aufenthaltsqualität am Neustädter Markt zu verbessern, wird mit dieser Unterschutzstellung genauso torpediert, wie die vom Stadtrat beabsichtigte freiraumplanerische Neugestaltung des Areals. Denn anders als von Herrn Kühn in der Presse dargestellt, bezweifle ich, dass man einen denkmalgeschützten Platz so freiraumplanerisch neu gestalten kann, dass er den heutigen Anforderungen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gerecht wird. Stattdessen werden hier eher den Status quo mit punktuellen Sanierungen erhalten, der weder Fisch noch Fleisch, weder denkmalgerecht noch attraktiv sein wird. Kurz gesagt, der Grundstein ist gelegt, dass sich die Verwaltung weiterhin selbst im Weg stehen kann. Wir als Stadtrat müssen uns in Zukunft überlegen, wie wir derartiges eigenmächtiges Verwaltungshandeln einfangen können. Aus diesem Grund wollen wir überprüfen lassen, inwiefern es möglich ist, dass zukünftig derartige Anfragen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz zur Unterschutzstellung ganzer Ensembles im Stadtgebiet nur noch mit Zustimmung des zuständigen Ausschusses oder Stadtrates an das Landesamt für Denkmalpflege gerichtet werden können. Denn am Ende sollten es nicht einzelne Verwaltungsmitarbeiter und laute Minderheiten sein, die entscheiden, wie unsere Stadt gestaltet wird. Nein, die Mehrheit unserer Bürger sollten diese Entscheidung treffen dürfen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte mal im Prinzip auf den Ausgangspunkt der Aktuellen Stunde zurückkommen und über den Neustädter Markt sprechen. Es ist so, wer sich den Neustädter Markt anschaut, wer sich den Zustand, auch was die Festlegung der Denkmalpflege anbelangt, am 30. Mai anschaut, also einen Tag vor der Unterschutzstellung, der stellt fest, dass dort schon eine ganze Reihe von Objekten, Einzelbauwerken unter Schutz standen. Das Blockhaus, das Bellevue, die Barockbebauung hinter dem Neustädter Markt, hinter dieser WBS-70-Zeile, der Jägerhof, das Finanzministerium, der Goldene Reiter, die beiden Brunnen aus den 70er Jahren und jede einzelne Sandsteinputte und jeder einzelne Sandsteinbrunnen, der aus dem Barock dort wieder aufgestellt worden ist. Insofern werfen diese Objekte schon für sich so viel Umgebungsschutz, dass die Unterschutzstellung des Neustädter Marktes als Sachgesamtheit nur eine logische Konsequenz war. Insofern kann ich die Bestürzung über diesen Akt des Landesamtes für Denkmalpflege überhaupt nicht nachvollziehen. Wir selbst haben beginnend mit Januar 2016 zum Rahmenplan Innere Neustadt diese Entscheidung quasi herbeigeführt. Wir haben bereits im Januar 2016 im Bauausschuss beschlossen, dass die 70er-Jahre-Bebauung im Grundzug erhalten bleiben soll, als große Geste, als städtebauliche Figur. Wir haben in dem Wettbewerbsverfahren selbstverständlich gerade eben diese Planungsgrundlagen, die wir auch nicht beschlossen haben, herausgenommen, die eben eine Überformung der gesamten inneren Neustadt, was die Bebauung der 70er-Jahre betraf. Die haben wir herausgenommen und haben gesagt, diese Bebauung soll bestehen bleiben. Insofern flankiert das Landesamt für Denkmalpflege unseren Willen und konterkariert ihn nicht. Das muss man hier mal ganz klar und richtig stellen. Es ist schon gesagt worden,
Denkmalschutz bedeutet keine Veränderungssperre. Ich gehe selbstverständlich davon aus, und die Landesdenkmalpflege hat ja, wie es auch schon erwähnt worden ist, mit am Tisch gesessen beim Wettbewerb, dass der Erstplatzierte selbstverständlich umzusetzen ist, dass es da keine Hinderungsgründe gibt. Das ist für mich ganz klar. Ich denke, dass der Denkmalschutz für den Neustädter Markt eine riesengroße Chance ist. Denn wie ist denn in den letzten 30 Jahren mit diesem Platz umgegangen worden? Stadtmöblierung wurde unsystematisch und ungeplant einfach irgendwo hingestellt. Das gilt für, geht vom Papierkorb über die Sitzbank bis hin zum heute fast verrotteten und vergessenen Telefonständchen, was dort noch irgendwo rumsteht. Der Neustädter Markt, gerade in seiner Grüngestaltung, ist ungeheuer gereift. Die Bäume, die Anfang der 80er Jahre noch ganz klein dort standen und der Platz in der Tat eine gewisse, mal sagen, Betonseligkeit ausstrahlte, diese Zeiten sind vorbei. Die Bäume sind jetzt 40 Jahre alt. Es wäre ein absoluter Frevel, die jetzt abzusägen, um diese Baufelder bebauen zu können, weil dieser Platz im Prinzip seinen gesamten Charme, den er jetzt auch hat, auch in seiner durchaus vorhandenen Patinierung, der würde den jetzt verlieren. Diese Bäume, die bringen gerade auch ein Stück Barock in diesen Platz hinein. Es ist kritisiert worden, dass dieser Platz nicht mehr in seiner Gesamtheit zu erleben ist. Das ist vielleicht sogar richtig, das ist aber der Große Garten auch nicht. Der Große Garten hat seinen zentralen Punkt mit dem Palais und zerfällt dann in ganz viele kleine intime Wege und so ist es jetzt dort auch und Plätze und so ist es jetzt auch dort am Neustädter Markt. Gehen Sie jetzt mal im Sommer dorthin und schauen Sie mal an, was die Begrünung mit diesem Platz macht. Erstens mal Ihre beklagten WBS 70 oder die umstrittenen WBS 70 Fassaden sind gar nicht mehr wahrzunehmen, die sind nämlich zugewachsen von diesen Bäumen. Die Bäume sind so groß, größer als die Häuser. Sie finden die Brunnen nur noch, indem sie im Prinzip an diesen Grünflächen vorbeigehen, an diesen Hochbeeten, wo die Bäume stehen. Mit einmal tun sich dort intime, abgeriegelte Plätze auf, die eine ungeheure Ruhe ausstrahlen, wo es sehr gemütlich ist. Ganz charmant, es ist ganz wichtig, dass wir diese Brunnen wieder in Gang setzen, dass dann auch Wasser dorthin kommt. Insofern, gerade auch diese Reife dieses Platzes, die er erreicht hat, ist es wert und wichtig, dass er unter Schutz gestellt wird. Es ist jetzt endlich Schluss mit diesen eklektizistischen und willkürlichen Eingriffen in diesen Platz, dass dort mal ein Gebäude verändert wird, eins wird nicht verändert, Brüstungen werden entfernt, irgendwie ersetzt. Der Denkmalschutz gibt der Weiterentwicklung dieses Platzes eine unglaubliche Struktur. Er wird uns viel abverlangen, was die Qualität verlangt, das wird auch den Planern viel abverlangen, aber eine Weiterentwicklung dieses Platzes ist durch den Denkmalschutz nicht verhindert. Schauen Sie sich das Militärhistorische Museum an, ein Gebäude in den 1870ern, 1880ern gebaut, ist modern interpretiert worden, vollkommen denkmalschutzkonform. Auch das wird am Königsufer und am Neustädter Markt möglich sein. Noch eine Bemerkung dazu. Wenn schon der überformte Neustädter Markt jetzt unter Denkmalschutz gestellt wird, warum dann nicht auch die Robotronkantine, Kunst am Bau? Sie ist in der Sprache ihrer Zeit formuliert, ist vollkommen unverändert erhalten. Wie gesagt, es gibt diese Reliefs in diesen Brüstungen, es gibt die Kunst am Bau drin. Insofern freuen wir uns da, wenn es so weitergeht. Es gibt übrigens da diesen Schweinezyklus auch. Nach 40 Jahren wird entschieden, ob Bauwerke unter Denkmalschutz stellen. Das ist mal 5 Jahre mehr, mal 5 Jahre weniger. Aber wir denken, dass da in Dresden noch mehr Substanz ist und freuen uns da auch, dass wir weiter achtsam mit unserem baukulturellen Erbe umgehen. Vielen Dank. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Triefs. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ist es für den Denkmalschutz relevant, ob man etwas für schön oder hässlich empfindet? Sicherlich nicht, weil wer soll schon objektiv festlegen, ob etwas schön oder hässlich ist? Ist es für den Denkmalschutz relevant, ob sich ein Stadtrat gerade um irgendetwas kümmert oder nicht? Sicherlich auch nicht, weil politische Mehrheitsverhältnisse ändern sich und die politische Einschätzung über die Gestaltung der Stadt ändern sich. Relevant ist für den Denkmalschutz an sich,
ob etwas historisch ist, ob etwas prägend ist für die Stadtgestaltung. Und ich glaube, das trifft auf die Hauptstraße und genauso auf den Neustädter Markt zu. Es sind schon viele Argumente hier in der Debatte gefallen, die das untermauern. Die Bebauung ist eben nicht 0815. Die Bebauung ist eine Sonderlösung entgegen des Trends der Standardisierung in der DDR gewesen, die man sich zu dieser damaligen Zeit auch geleistet hat und die die Entwicklung dieser Stadt und dieses Areals tatsächlich aufnimmt. Und ich glaube, deswegen ist es nachvollziehbar und auch aus meiner persönlichen Sicht richtig, dass der Neustädter Markt unter Schutz gestellt wurde. Ich glaube, auch wenn es hier schon anders behauptet wurde, die Unterschutzstellung steht nicht im Widerspruch zu dem Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens. Wer sich tatsächlich mal mit der Begründung der Jury auseinandersetzt, die damals den ersten Preis prämiert hat, der wird auch in dieser Begründung finden, eine Passage finden, wo klargestellt wird, dass konkret die vorgeschlagene Bebauung auf dem Neustädter Markt nicht sinnvoll ist und nicht realisiert werden sollte und genauso grundsätzlich in Frage gestellt wird, ob der Neustädter Markt überhaupt bebaut werden soll. Denn das war damals in der Jury schon eine sehr umfangreiche Debatte. Genauso steht die Unterschutzstellung auch nicht im Widerspruch zur Bürgerbeteiligung, die mit diesem Wettbewerbsverfahren gemacht wurde. Viele Voten von Bürgerinnen und Bürgern, die sich damals dort beteiligt haben, haben sehr klar dafür plädiert, dass dieser Platz freigehalten wird, dass die Freiflächen dort bleiben sollen und dass sie wieder aufgewertet werden sollen, aber dass er eben nicht bebaut werden soll. Und auch das ist schon von manchen hier heute gesagt worden, die Unterschutzstellung widerspricht auch nicht unseren Ratsbeschlüssen, weil wir haben uns ja als Stadtrat schon klar gegen eine Bebauung des Neustädter Markts ausgesprochen und wir haben uns als Stadtrat dafür ausgesprochen, dass das Gesamtensemble mit den WBS 70 Platten dort bleiben soll. Trotzdem, wenn man sich den Beschluss von damals nochmal anguckt, ist die Debatte mitnichten vorbei und ich glaube, die Unterschutzstellung ist durchaus auch ein sinnvoller Debattenbeitrag, aber wir haben damals 2 bis 3 A4 Seiten an Prüfaufträgen mitbeschlossen und der Stadtverwaltung mitgegeben zur weiteren Gestaltung dieses Areals und deswegen haben wir die Debatte eben nicht in den letzten Jahren abgeschlossen, sondern wir müssen sie auch weiterführen und ich persönlich und auch meine Fraktion will auf die eine oder andere Prüfung, die wir damals beauftragt haben, durchaus auch erstmal noch eine Antwort haben. Ich glaube, grundsätzlich steht der Denkmalschutz oder die Entscheidung zum Denkmalschutz für den Neustädter Markt einer weiteren Entwicklung des Areals nicht entgegen. Es wird nur eben eine spannende Herausforderung, das ganze Thema Bebauung am Königsufer, aber auch den Umgang mit der großen Meißnerstraße, Köpkestraße, eben auch unter den Notwendigkeiten des Denkmalschutzes zu diskutieren und zu planen und diese Perspektive damit einfließen zu lassen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwelche Beschlüsse, die wir zu diesem Areal schon gefällt haben, ad absurdum führt oder irgendeine Debatte in Frage stellt, die wir in diesem Stadtrat hier schon diskutiert haben oder noch diskutieren werden. Ich glaube auch, die Unterschutzstellung des Neustädter Markts macht nochmal deutlich, dass es vor allen Dingen eine Notwendigkeit gibt, sich mit diesem Platz jetzt auch ganz akut zu befassen. Herr Zastrow hatte es in seiner Einbringung schon gesagt, selbstverständlich müssen wir uns darum kümmern, dass der zweite Krachtbrunnen wieder funktioniert und saniert wird. War eine Haushaltsforderung der SPD-Fraktion in den ursprünglichen Haushaltsverhandlungen. Ich freue mich, dass wir jetzt zumindest in der dritten Runde dieser Haushaltsverhandlungen mit der heutigen Vorlage dann dafür hoffentlich eine Mehrheit kriegen werden, genau dafür auch Geld aufzuwenden. Natürlich müssen auch die Gehwegplatten erneuert werden und das ganze Unkraut, was dort durchwuchert, mal beseitigt werden. Und auch ich würde mir wünschen, dass die Sandsteinplastiken auf der Hauptstraße wiederkommen. Wir wissen ja, dass sie grundsätzlich existieren, aber schon vom Wind und Wetter so angegriffen sind, dass zumindest die Originale denn da nicht wieder hin können, sondern Repliken angefertigt werden müssen, die dort wieder aufgestellt werden könnten. Das kostet Geld. Ich wäre bereit, dass wir hier gemeinsam uns dafür entscheiden, dieses Geld in die Hand zu nehmen, weil auch ich glaube, das gehört zur Hauptstraße dazu. Im Fazit würde ich zu dem Schluss kommen, die Unterschutzstellung hat erst verhindert nichts, hat auch erstmal grundsätzlich nichts geändert und ermöglicht es uns trotzdem, diesen Platz, dieses Areal weiterzuentwickeln. Aber es gibt eben verschiedenen Fantasien, dort tatsächlich alles wieder historisch, wie es vor der Zäsur am 13. Februar 1945 war, wieder aufzubauen. Schiebt dem einen gewissen Riegel vor und das finde ich richtig. Vielen Dank. Wird die Sekretärin das Wort gewünscht? Herr Dr. Schulte-Wissemann, bitte schön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Ich möchte jetzt meine Rede etwas umstrukturieren, sodass Sie nicht alles gleich doppelt und dreifach hören. Der Neustädter Markt ist ein extrem wichtiger Ort. Er ist extrem wichtig, denn die Hauptstraße geht da in die eine Richtung ab, Köppenstraße, Große Meißnerstraße, die Augustusbrücke. Es ist in der Mitte der Stadt, es ist sozusagen ein Identifikationsort. Und wenn es bessere Worte gegeben hätte, es gibt keine besseren Worte als die Worte von Herrn Zastrow, der ja geradezu emotional uns allen vorgemacht hat, warum dieser Ort, diese Umgebung, dieses Gesamtareal, warum das wichtig ist und deswegen konsequenterweise Denkmalschutz genießt. Es ist deswegen extrem wichtig, dass wenn wir hier etwas machen und was wir hier machen, machen wir nicht für ein oder fünf Jahre, sondern halt für die nächsten 40, 80, 100 Jahre, dass wir dort nicht einen architektonischen Supergau wie am Postplatz erzielen. Wir müssen hier behutsam sein und wir müssen hier natürlich die Randbedingungen, die es gibt, müssen wir mit einbeziehen. Also fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Es gibt Verkehr, es gibt relativ viel Verkehr, hauptsächlich Fußverkehr, aber auch Fahrradverkehr, Bahnverkehr, Autoverkehr. Das muss alles geplant sein. Und diese Randbedingungen, wie zum Beispiel auch, dass es ein touristischer Attraktor ist. Wir wollen ja, dass die Touristen, wenn sie dann über die Augustusbrücke gehen, dass sie dann nicht am Goldenen Reiter ein Foto machen, wieder umdrehen, sondern die sollen ja in die Neustadt gehen, die sollen ja quasi die andere Elbseite auch erkunden. Und zu all diesen Randbedingungen, die wir bei der Planung haben, kommt jetzt halt eine Randbedingung noch dazu, das ist der Denkmalschutz. Puff. So. Also es ist eigentlich nicht viel passiert. Es ist jetzt nur etwas mehr sichergestellt, dass das Gesamtensemble als Gesamtensemble auch wahrgenommen wird. Und jetzt, ich wundere mich, dass es noch niemand gesagt hat, wir werden ja bald rausfinden, was das wert ist. Denn die Stadt plant ja gerade. So. Und wenn wir jetzt aus den Ferien zurückkommen und wenn wir dann noch ein bisschen, ein, zwei Monate warten, dann werden wir die Planungen sehen zu dem Stand, wie sie dann sind. Und da können wir dann gucken, wie weit das mit dem Denkmalschutz übereinstimmt oder auch nicht. Der Punkt ist, es geht weiter. Dieser Prozess, der ab 2016, 18 mit sehr schönen Bürgerwerkstätten durchgeführt wurde, wo sich viele, viele Menschen, viele, viele Institutionen, jetzt halt auch das Denkmalamt, Landesbehörde eingeschaltet hat. Dieser Diskussionsprozess wird weitergehen. Und wie gesagt, das ist was Gutes, denn was wir hier bauen oder planen, ist etwas, was weit über unser Leben hinaus Bestand haben wird. Dankeschön. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die Freien Wähler abgetretenes Rederecht an Herrn Wiesner dürfen Sie herzlich in unserem Kreis willkommen heißen und auch für Sie 5 Minuten Redezeit. Vielen Dank für das Rederecht, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Mitglieder des Stadtrates. Ich habe dem Herrn Nitsche gesagt, ich kann nicht für die Freien Wähler sprechen, weil ich bin ja kein Politiker und deswegen würde ich einfach als Bürger probieren und überlegen, was kann man da machen. Ich habe mich vor etlichen Jahren, mittlerweile müssen es 7 Jahre sein, breitschlagen lassen, da dieses kleine Haus als Brückenkopf wieder zu errichten und später der Stadt zu schenken. Das habe ich immer noch irgendwie das Gefühl, das könnte irgendwann werden. Wenn man die Baugenehmigung ist, ist es gerade im Gange. Und da freut man sich natürlich, wenn man sowas macht, dass vielleicht das Hinterland dann attraktiver wird, denn wenn das einfach nur so verloren dasteht, ist es unschön. Wir kriegen das trotzdem hin. Die Frage, die ich mir stelle, was ist das Wichtige? Das ist, denke ich, nicht die Unterschutzstellung des Denkmalschutzes, sondern die Frage ist, wie die Beteiligten, also die auch wirklich was zu sagen haben, miteinander umgehen. Beim Landesamt für Denkmalpflege kriege ich zumindest teilweise nach Wochen und Monaten keinen Termin. Also da muss man immer ein bisschen gucken, was geht denn da auch? Also wenn da ein Wille ist, ist da ein Weg, aber wenn da kein Wille ist, da geht da auch nichts. Also wir sind am Schloss Übelgau, da habe ich die Nebengebäude, na, seit 3 Jahren geht da nichts mehr. Am Brock
am Brockhauspark, haben wir es mittlerweile aufgegeben. Es gibt auch so ein paar Dinge, wo ich sage, ja, muss man auch mal verstehen, dass da nichts geht. So. Jetzt bin ich gestern noch mal hingefahren, wie sieht es dort aus? Links und rechts, der eine Brunnen, der sprudelt, der andere nicht. Ne? Wenn man das wieder saniert, dann ist aber noch nie alles gewonnen. Aber auch an dem, der sprudelt, saß gestern jedenfalls nachmittags niemand. Mir ist bloß ein Sprayer entgegengekommen, der an so einem Stromkasten dort seinen Tag angebracht hat. Also man kann da was draus machen. Und es gibt in Dresden auch Beispiele, wo auch Investoren interessante Dinge aus dem Nichts schöpfen. Ich sag mal, na, mein Freund Tankred Lenz, der hat mit der Kunststoffpassage mitten in der Neustadt aus einem schimmlichen Innenhof was sehr Attraktives gemacht. Was steht mittlerweile auch in den Städteführern. Dort gehen Touristen hin, das funktioniert. Es gibt mit dem Jochen Lagerein, den ich sehr gut kenne, jemanden, der am Schützenblatt aus einem wirklichen städtebaulichen Unort, na, in einer halben Ruinenlandschaft, ein attraktives Wohnviertel gemacht hat. Da ist jetzt nie so viel Gastronomie, ne, aber da geht was. Das ist irgendwie ist eine nette Atmosphäre und das muss doch auch am Neustädter Markt gehen. Und deswegen würde ich auch ein bisschen eher als Bürger und als Beteiligter im kleinen Umfang sagen, wir müssen erst mal gucken, was passiert mit der Straße. Also wie kriege ich diesen überbordenden Verkehr vielleicht ein bisschen verlangsamt? Vielleicht kann man irgendwie Zone 20 machen. Ich glaube, der Herr Wirtz kennt sich besser aus, was da auch geht in Sinne von rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber dass man sagt, den Verkehr etwas verlangsamt wäre zum Beispiel eine Maßnahme, ne, dass man die Leute irgendwie besser über den Platz bekommt. Denn das, was mich am meisten überzeugt hat, beim Narrenhäusl dieses Ding anzugehen, ist, wie lockt man die Leute aus der Altstadt, die ja mit dem Neumarkt auch ein ganz gut funktionierendes Zentrum wieder gewonnen hat, wie lockt man die rüber in dieses wunderbare Königstraßenviertel? Und für mich ist eben nicht nur ein Barockhaus an der Königstraße und in der Nieritzgasse, ich habe auch mal in der Theresienstraße einen wunderschönen Jugendstil-Altbau gewohnt, neben Leuten, die auch in diesem Prozess involviert sind, ne? Es ist ja eine grandiose Lage. Also wie können wir da was machen? So, und vielleicht kann man mit kreativen Leuten dort, und da war ja der Wettbewerb auch ein sehr gutes Beispiel, der Platz 1 und der Platz 2, er hat ja aufgezeigt, dass man mit kleinteiliger, individueller Bebauung da was erreichen kann. Das wäre also mein Vorschlag, dass man sagt, also den Verkehr verlangsamen, reduzieren, ob jetzt unter der Erde, was sehr teuer ist, vielleicht aber mit einer Tiefgarage dann doch irgendwie funktionieren kann. Am Neumarkt hat es ja irgendwie funktioniert, da hat sich ja jemand gefunden, der das Geld in die Hand genommen hat. Und vielleicht gibt es eben auch diese Ulmer Lösung, die da mal vorgestellt wurde, wo man eben den Verkehr irgendwie verlangsamt, verschmalt und dann doch irgendwie über diesen Platz bringt. Das wäre schön. Auch die Öffnung der Renitzgasse habe ich mit der Frau Panzer diskutiert, ich seit Jahren immer so ein bisschen, teilweise auch im Scherz, ne? Ich habe einen Investor, der würde das machen, also der würde dieses Haus kaufen, der würde das öffnen, auch so umbauen, dass da auch preiswerte Wohnungen bleiben. Also es ist so vieles möglich. Der Status quo ist, finde ich, unattraktiv. Ne? Da bin ich der Meinung, wenn man da eine bessere Lösung hinbekäme, es sind mittlerweile auch, ich war gestern noch mal schauen, so 30-50% der Wohnungen sind mittlerweile leer in den zu sanierenden Altbauten. Es sieht zumindest die Eingänge, man hat Plastikfenster da drin. Also das, was ich eigentlich unter Ostmoderne so mir vorstelle, was man da schützen müsste, da muss man ganz schön was machen. Da gibt es also auch mit der Robotron-Kantine und verschiedenen anderen Bauwerken, wo noch mehr Originalsubstanz da ist, auch bessere Möglichkeiten, wo man das zum Ausdruck bringen kann. Die städtebauliche Geste, wenn ich das vielleicht nochmal so unverschämt abschließen kann, finde ich jetzt nie ganz so grandios. Die sieht man eher aus der Vogelperspektive. Also wenn man dort auf dem Platz ist, habe ich das Gefühl, naja, also ein Durchbruch zur Renitzgasse. Auf der anderen Seite macht es ja nicht mehr viel Sinn, weil die Ritterakademie ja wohl nicht wieder aufgebaut wird. Also da gibt es auch Potenzial, wo man vielleicht sagen kann, 50-50, ne? Wir würfeln es aus. Aber so wie es jetzt ist, kann es nie bleiben. Und ich habe das Gefühl, wenn man da jetzt, so wie es aktuell auch strittig das ganze Thema diskutiert, wird wahrscheinlich, meine Vermutung, die nächsten 5 bis 10 Jahre nichts passieren. Also das ist so meine Erfahrung. Und das sind eben auch Leute, wie die ich genannt habe, noch andere Investoren dann irgendwann ja, verfrühstückt in anderen Städten gelandet oder in Rente gegangen. Ja, ich habe jetzt noch 20 Jahre, also vielleicht geht ja noch was, aber mit der aktuellen Bearbeitungsgebühr würde ich schon sagen, kann man auch ein bisschen den Mut verlieren. Ne? So, und das ist eigentlich das, wo ich denke, durchaus diskutieren, aber zügig, auch mit dem Landesamt für Denkmalschutz. Ja, das zügig durchdiskutieren ne? Und dann findet man eine Lösung, wo vielleicht den ein oder anderen jetzt denkmalgeschützten Altbau der Ostmoderne erhalten kann und wir unseren Nachfolgern zeigen können, wie wunderbar man in der DDR gebaut hat. Vielen Dank und ja, alles Gute. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch und
Zum Abschluss noch kurz für die Verwaltung, Herr Kühn und Frau Klemmsch. Genau. Meine Damen und Herren, es ist jetzt schon ausführlich dazu gesprochen worden. Insofern will ich mich auf wenige formale Punkte beschränken. Was unter Schutz gestellt wurde durch das dafür zuständige Landesamt für Denkmalpflege als obere Fachbehörde des Freistaates, das ist die Gesamtanlage, der gesamte Platz, die städtebauliche Figur, das ist bereits erwähnt worden. Und in der Tat erfolgte die Unterschutzstellung durch das Landesamt für Denkmalpflege auf Anregung durch die untere Denkmalbehörde, sprich das Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden nach § 10 Absatz 2 Sächsisches Denkmalschutzgesetz. Und hier handelt es sich um einen Verwaltungsakt, der also nicht eines Stadtratsbeschlusses bedarf. Ich darf aber daran erinnern, es gab bereits in den Vorjahren, bevor die untere Denkmalbehörde die Unterschutzstellung angeregt hat, unter anderem eine Petition an den Dresdner Stadtrat, genau auch die Denkmaleigenschaft dieses Platzes zu diskutieren. Und entsprechend fand unter anderem eine Anhörung dazu im Petitionsausschuss statt. Ich möchte des Weiteren darauf hinweisen, dass es durch die untere Denkmalbehörde eine ganze Reihe von Anregungen an die Fachbehörde des Landesamts für Denkmalpflege gegeben hat, einzelne Liegenschaften, Gebäude unter hinsichtlich ihrer Denkmaleigenschaft zu prüfen. Als da wäre das prominenteste Beispiel der Dresdner Kulturpalast, dass dieser trotzdem innen an einer wesentlichen Stelle umgebaut wurde, ist Ihnen bekannt und auch ein Ausdruck dafür, dass auch mit dem Denkmalstatus trotzdem bauliche Veränderungen möglich sind. Des Weiteren wurden auf Anregung der unteren Denkmalbehörde beispielsweise auch Bauten der Nachkriegsmoderne in Gurbitz unter Denkmalschutz gestellt, als architektonische Zeugnisse der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Richtig ist, dass aber nicht jede Anregung, nicht jede Anfrage auf den Denkmalschutzstatus auch positiv beantwortet wird. Beispielsweise ist eben die Robert-Rohn-Kantine nach Prüfung durch die Fachbehörde nicht unter Schutz gestellt worden. Das ist bekannt. Und ebenso das Wohnhaus in Trachau, um dessen Nichtabriss auch an dieser Stelle im Stadtrat lange gerungen wurde, wurde eben nicht unter Denkmalschutz gestellt. Die Ergebnisse sind also unterschiedlich. Und es gibt des Weiteren immer wieder die Situation, dass das Landesamt für Denkmalpflege einzelne Gebäude als Kulturdenkmäler einordnet, ohne dass das seitens der unteren Denkmalbehörde angeregt wurde. Bestes Beispiel am Bereich Königsufer ist das Hotel Bellevue. Und lassen Sie mich noch ein anderes Beispiel nennen, wo auch mit einem Denkmalstatus wesentliche Veränderungen stattfinden. Das ist das Blockhaus, ebenfalls am Königsufer gelegen. Dort geht es also auch um die Erhaltung der Kubatur, der städtebaulichen Ausformung. Und trotzdem werden dort, Sie können das besichtigen, wesentliche bauliche Veränderungen stattfinden. Es wurde gesagt, die Stadt hätte der Unterschutzstellung oder hätte diese Unterschutzstellung kommentarlos hingenommen. Dem ist nicht so. Das hatte ich dem Fachausschuss für Kultur und Tourismus auch berichtet. Mit Bekanntwerden der Unterschutzstellung durch das Landesamt für Denkmalpflege hat das Amt für Kultur und Denkmalschutz nochmal ein Schreiben an das Landesamt gerichtet mit der Botschaft, dass hinsichtlich des Straßenraumes und der zukünftigen Straßenführung dort durchaus Gesprächsbedarf besteht. Dazu hat auch mittlerweile ein Abstimmungstermin zwischen einzelnen Ämtern stattgefunden. Dazu kann Kollege Kühn noch ausführlicher berichten. Und ich will noch einen Blick in die Zukunft wagen und auch so ein bisschen die Sorge nehmen, dass eine angemessene, zukunftsorientierte Verkehrsgestaltung und Umfeldgestaltung nicht möglich wäre. Dem ist nicht so, sondern im Gegenteil wurde sich verständigt, dass als nächster Schritt eine denkmalpflegerische Zielstellung zu erarbeiten ist durch das Amt für Kultur und Denkmalschutz, gemeinsam auch mit dem Stadtplanungsamt, um eben auch dann zu klären, welche Rolle einzelne Schutzziele für die Straßenfläche, auch Köpke-Straße, Großen-Meißner-Straße, spielen sollten und inwieweit dort natürlich auch
unserer Gegenwart angemessene Umbaumaßnahmen im Verkehrsbereich stattfinden können. Soweit von meiner Seite. Und Kollege Kühn wollte noch für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung Bau dazu sprechen. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Nur kurz drei, vier Punkte ergänzt. Das erste ist, dass wir auf Wunsch der Mitglieder des Bauausschusses den Landeskonservator ja im September im Ausschuss haben, sodass da noch breit Gelegenheit sein wird, dass er Rede und Antwort steht, was er ja hier heute nicht kann. Er hat seine Teilnahmebereitschaft bereits zugesagt. Es ist auch nicht so, wie hier teilweise vermutet oder befürchtet, dass die Unterschutzstellung sich als Bremsklotz erweist. Herr Wiesner hat ja schon auf die problematische Wirkung dieses breiten Verkehrsraums, Große Meißner Straße und Köpke Straße, hingewiesen. In Erfüllung des Stadtratsbeschlusses, den Sie getroffen haben, bereiten wir gerade eine verkehrsplanerische Studie vor zur Großen Meißner Straße, Köpke Straße. Und hier hat es eine Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege gegeben, die diese Aufgabenstellung bestätigt hat. Also es gab hier weder eine inhaltliche Veränderung noch eine zeitliche Verzögerung. Das heißt also auch, dass sowohl das Landesamt, das schon vielfach als Begriff gebraucht wurden, Denkmalschutz ist keine Veränderungssperre, hier den Bedarf sieht, auch die doch sehr trennende große Straßenquerschnitt hier genauer zu betrachten mit einer entsprechenden Untersuchung, die Sie beauftragt haben. Das Zweite ist, auch das wurde schon angesprochen, Öffnung Renitzgasse. Auch hier ist es so, dass wir sowohl mit der Vonovia als auch dem Landesamt in Gesprächen sind, wie dieses Ziel, nämlich die Öffnung um das Barockviertel dann eben auch wieder vom Neustädter Markt sichtbar und erlebbar zu machen, in Gesprächen sind. Auch hier vom Landesamt ganz klar Gesprächsbereitschaft, dass die Unterschutzstellung diesem Ziel, das es ja schon eine geraume Zeit gibt, nicht entgegensteht. Wir sind zuletzt gerade an meinem Tisch am Dienstag mit dem Landesamt im Gespräch gewesen hinsichtlich der gartendenkmalpflegerischen Zielstellung für den Bebauungsplan am Königsufer. Da sind ja wesentliche gartengeschichtliche Aspekte zu berücksichtigen. Und da kann ich Ihnen sagen, die wären auch ohne die Unterschutzstellung der Sachgesamtheit Neustädter Markt zu beachten gewesen, werden also so oder so am Tisch sitzen müssen. Die Frage des Erhalts des Großgrüns steht so oder so. Wir sind da in einem sehr konstruktiven Dialog und nähern uns diesen Fragestellungen. Insofern kann ich Ihnen an der Stelle auch nochmal sagen, dass es hier eine Gesprächsebene gibt und die Bereitschaft, die Themen konstruktiv zu bearbeiten. Und ich denke, alles Weitere werden wir dann vertieft auch im Bauausschuss dann im September im Detail erörtern können. So, damit schließen wir die erste Aktuelle Stunde ab und den Tagesordnungspunkt 2.